Wir unterscheiden mehrere Methoden, um die Sehfehler zu korrigieren. Die gängigsten Methoden sind die Augenlaseroperationen. Da unterscheiden wir auch drei große Gruppen. Die eine Gruppe ist die LASIK-PRK, das ist eine sogenannte Oberflächenbehandlung, wo man direkt an der Oberfläche, Hornhautoberfläche lasert. Und dann unterscheiden wir auch die Behandlungen mit Schnitt, wo wir zuerst einen kleinen Schnitt in der Hornhaut einsetzen. Ein kleiner Lentikel wird aufgeklappt, der Sehfehler wird direkt in der Hornhaut behoben und zum Schluss wird das zurückgeklappt. Das ist die sogenannte LASIK-Femtolasik. Die Femtolasik ist die Weiterentwicklung der mechanischen LASIK. Und die dritte Gruppe, das ist die Relax Smile. Das ist eine neuartige Methode, die gibt es auf dem Markt seit ca. 2011. Dabei schneidet man nur mit dem Femtosekundenlaser einen Lentikel aus der Hornhaut, ohne einen Flap zu kreieren.